Hi, mein Name ist Bloody Wintertail und wir spielen Gothic 2 Die Rückkehr. So, hallo Leute, da bin ich wieder bei Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben mit der Mod Die Rückkehr im Prolog Ergänzungspart. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da stehen wir nun. Und ja, wir sind eine Stadt größtenteils fertig. Das ist das Land zerstöre. Hallo Vatras. So, das letzte Video hat ja so ein bisschen mit einer kleinen Lüge geendet. Das war nicht sehr schön. Ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Geht um die Erscheinung dieses Videos. Wie war das? Es wird nicht so lange dauern wie Video 27 auf 28. Nein. Nur ist, glaube ich, ganz ziemlich genau eine Woche jetzt vergangen. Ich dachte mir, da muss ich doch mal wieder ein bisschen aufnehmen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hey, du. Du bist ein Sträfling aus der Minen. Ach so, ja, da war ja das Kanta-Problem. Und es wird noch viel schlimmer. Oh Gott, ich muss. Eigentlich muss ich nur lachen, ja. Ich finde das nur. Witzig eigentlich, wie das hier so passiert ist. Ich kann mal gucken, ob ich hier in einen der Türme reinkomme. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich glaube nicht, denn ich muss ja Taschendiebstahl lernen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oh, die Welt ist so hart da draußen. So, okay. Was haben wir denn noch so im Inventar? Können wir irgendwas noch reinwerfen? Es wird uns zwar alles nichts helfen, aber egal. Ich glaube, das habe ich sogar schon gemacht. Nee, wir haben 4 Drachenwurzeln. Da können wir noch 4 Stärke rausholen. Yay. Hm, nein. Ja, eben. Hm, nein. Hm, nein. Das wird nichts bringen, mein lieber Held. Weil der Nagelknüppel ist eigentlich schon mächtig jetzt, muss ich sagen. Wir könnten rein, theoretisch könnten wir noch ins zweite Kapitel gehen, indem ich einfach mal schnell Miliz werde. Aber ich weiß auch nicht. Man soll ja so eine Vorgeschichte zu irgendwas sein. Und da kann ich jetzt nicht einfach zur Miliz gehen. Ich sollte vielleicht mal speichern. So, mischen wir mal diese Goblins hier auf. Das sind 3 Stück. 3. Okay. Lass mal gucken, ob wir die schaffen. Ich glaube... okay. Leider ist mal... meine Ausdauer aufgebraucht und ich muss ganz dringend hier weg. Das war nicht schlecht. Die will ich auch allein besiegen jetzt. Das brauche ich noch für mein Ego jetzt. Wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen irgendwie. Jetzt können wir auch alles hier reinblasen. Scheiß drauf. Wird ja wie gesagt jetzt die vorletzte oder... gar letzte Folge, ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie ich heute lustig bin, Leute. Aber ich glaube, ihr habt noch schon noch ein Part verdient danach. Jetzt sagen wir, machen eine schöne runde Zahl, machen 30, oder? 30 klingt gut, oder? Ja, finde ich auch. 30 Parts in diesem Vorspiel, nenne ich jetzt mal, klingt ganz in Ordnung. Ich kann doch jetzt fies sein und jetzt hier die Folge beenden und dann nochmal eine 3-Minuten-Folge machen. Nee, das machen wir nicht. Wir machen ordentlich einen Part jetzt und... ja. Ihr könnt leider nicht sehen, was ich gerade schon wieder für ein Grinsen drauf habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. So zum Lachen ist es ja eigentlich nicht. Und ich weiß, dass mich diese Goblins mit 2 Hits töten. Boah, das ist immer so knapp bei den Biestern. So, wir haben sie geschafft. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, ist ja gut, einmal rein. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da, den wollte ich haben. Um den ging es mir. Es ist lebensentscheidend, ist das. So, down. Gibt sogar noch EP. In irgendeiner Version gab es da keine EP mehr. Ich meine, das war die 1.1. Da gab es dann für die Fleischwanzen 0 EP. Glaube ich zumindest. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber auf jeden Fall gab es mal eine Version, da gab es auf die... Schafe und auf die Fleischwanzen gab es einfach mal 0. Ich meine, da gehört doch auch Fachwissen dazu. Man muss doch da richtig präzise rantreten an die Viecher, um die dann von hinten mit einem Knüppel zu erschlagen. Da gehört sehr viel Präzisionsarbeit dazu. Ich weiß nicht, wie kann man da nur ein EP dafür geben oder gar kein EP.
Finde ich persönlich sehr schade. So, was haben wir hier noch? Kein Wolf, kein Ork. Alles klar. So, da können wir eigentlich theoretisch durchlatschen. Werde ich aber nicht machen. Weil ich mir noch das Gebabbel von dem Typen da anhören will. Der uns ja dann später da ist nichts zu holen. Auch hilft, mit in die Händlergilde zu kommen. Ich glaube, es gibt auch gar keinen anderen Weg in die Händlergilde. Man muss mit ihm sprechen. Oder täusche ich mich da jetzt? Nee, ich glaube nicht, gell? Man kommt nur so auf die Händlergilde, weil dann kann man nämlich mit Lutero sprechen. So wird das, glaube ich, angeleiert, genau. So, wir laufen nochmal durch diese schönen malerischen Landschaften hier. Mit dem Shader nochmal schön aufgehübscht, gefällt mir. Ich frage mich immer, ob da drüben auch noch irgendwas wäre, auf diesem Vorsprung da hinten. Leider kann man auf die Entfernung die Items nicht erkennen, das geht leider nicht. Aber zum Beispiel auf Etlu gibt es ja auch diese eine Stelle, wo der Troll dann sitzt, da kommt man eigentlich, glaube ich, auch nur hin, indem man von oben runter fällt oder springt. Na, liegt da irgendwas, Leute? Ich sehe es nicht. Glitzert da nicht irgendwas da hinten? Nee, okay. Dann halt nicht. So, jetzt schauen wir mal, ob man hier... Der sitzt noch da, alles klar. Da drin ist noch ein Mollerat. Ja, was mache ich denn da? So. Brauche ich zum Eingeben länger als zum Speichern? Oh, das sind zwei Stück, aber nur... Au, oh, das ist ein Alter dabei. Ah. Jetzt bräuchte ich meinen Freund Laris wieder. Oh. Also den Biestern möchte ich nachts echt nicht begegnen. Die sehen schon richtig fies aus eigentlich. Guck dir mal das Gebiss an von denen. Also beißen lassen will ich mich von den Biestern echt nicht. Ja, wir haben 35 EP gekriegt. So, wir schlürfen erstmal die große Portion Heiltrank rein. So, ich muss vor jedem Vieh speichern, denn ich will eigentlich nicht mehr sterben und neu laden. Keine Lust dazu. Ja, die gehen sehr viel einfacher. So, gleich ins Feuer, da wirst du gleich gebraten. Gebratenes Fleisch. Und der gibt gleich mal 5-mal weniger EP. Und ausrauben lässt er sich auch nicht, also Ausbeute sehr gering. So, hier mal einen Lederbeutel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Da ist dann später der Runenstein drin, die Questreihe mit den Magiern. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Und da ist Zeug drin, ja, komme ich noch nicht ran. Eh klar. Wie soll ich auch? Als kleiner Burger. Als kleiner Hamburger in dieser Welt hier. Wie soll ich denn auch in diese Truhe reinkommen? So, okay. Dann reden wir mal mit Arrow. Hi, Arrow. Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Was waren das für Kerle? Na, die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Ja, hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben.
Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Aha, aha. Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Da hat sich die Sonne gerade richtig hingeregelt. Ich finde es immer sehr witzig mit dem Shader. Ich weiß nicht, warum das passiert, keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen witzig, ja. Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen. Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie kaum schleppen konnten. Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben. Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengars Hof weitergezogen sein. Vielleicht wollten sie damit über den Pass. Vielleicht. Wo ist das Weidenplateau? Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan. Sie heißt zur Toten Harpie. Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden. Dort ist das Weidenplateau und der Eingang zum Pass ins Minental. Ja, die Taverne ist doch gleich da vorne, also bitte. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Hast du schon damals gehandelt? Nicht einfach nur gehandelt. Ich war einer der größten Händler der Stadt. Und außerdem war ich Anführer der Händlergilde von Korinis. Händlergilde? Händlergilde? Was ist mit dir? Bist du vom Mond gefallen? Willst du behaupten, du hättest noch nie etwas von der Händlergilde gehört? Nicht einmal. Sehr seltsam. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie jemanden getroffen, der noch nie was davon gehört hätte. Obwohl es jetzt natürlich gut möglich ist, dass sich die Gilde nicht besonders um ihr Ansehen bemüht. Verständlich, die Zeiten sind unruhig. Die Gegend wimmelt ja geradezu von Banditen und anderem Übel. Du siehst ja selbst, das Handeln ist äußerst gefährlich geworden. Doch früher gehörte die Händlergilde von Korinis zu einer der einflussreichsten in ganz Myrtana. Ein Mitglied zu sein, war eine ganz besondere Ehre. Und nur wenigen war sie vergönnt. Ach, das waren noch Zeiten. Nicht so wie heutzutage. Tja, ich glaube, wir kriegen seinen Zettel erst, wenn wir ihm die drei Steintafeln bringen. Ich möchte auch ein Mitglied der Händlergilde werden. Kannst du mir dabei behilflich sein? Ich habe schon lange Zeit, nichts mehr damit zu schaffen. Davon abgesehen halte ich dennoch einige Kontakte mit der Gilde aufrecht. Es wäre für dich also nicht allzu schwer, mir beim Eintritt zu helfen? Nun gut. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Hilf mir, meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück. Dann helfe ich dir dabei, in der Händlergilde aufgenommen zu werden. Ja, wir haben wahrscheinlich nicht genug. Wegen der Steintafeln. Zwei Stück? Ich habe einige davon. Ich danke dir. Eine fehlt mir jetzt noch. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich weiß auch schon, wo ich die finde. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Na sicher kann ich das. Ja, das macht er aber auch erst, wenn eben ich ihm die Steintafeln gebracht habe. Aber ich weiß, wo eine liegt. Da müssen wir nur irgendwie vorbeikommen. Hier sind wir jetzt erstmal bei der Taverne angekommen. Offiziell, das mit Laris zählt für mich immer nicht wirklich. Weil jetzt sind auch die ganzen Biester hier da. Ob wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Wir können es mal versuchen. Gegen so einen Scavenger. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber ich glaube, das wird schon richtig schwer jetzt. Ja, das hat schon was. Boah, jetzt kommen die alle. Eine ist viel weniger. Da muss man die immer schnell erledigen, dass die nicht angerannt kommen.
So, jetzt brauche ich mal hier ein bisschen Ausdauer. Und komm, wir hauen uns jetzt kurz die Drachenwurzeln rein. Bringen eh nichts mehr. So, 3, 4. Mehr haben wir nicht mehr an Stärke. Wir können hier noch ein paar Lederbeutel öffnen. Die Schulden werde ich auch nicht mehr bezahlen können. An Kanta, also von dem her ist das alles egal gerade. So, wir haben rohes Schildkrötenfleisch, das bringt nichts. Kann man das eigentlich essen? Ja, das kann man sogar essen, okay. Gut. Dann mal rein ins Gemetzel. So. Ich war vorhin noch kurz im Überlegen, bin ich nicht gestiegen? Nee, das war nicht, das war kein Stufenaufstieg. Das war wahrscheinlich irgendwas, was ich extra bekommen habe. Durch den Kampf. Gegen die Goblins war das, glaube ich, vor der... Oh, das sind drei Stück. Drei Wölfe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die schaffe. Mir fällt auch jetzt gerade noch was ein. Und zwar, als ich gerade mit dem Errol gesprochen habe, fällt mir so ein, wie komme ich denn später, das werdet ihr in der nächsten Folge dann sehen, wenn ich diese Serie hier beenden werde, wie komme ich denn dahin, ohne vorher mit Errol gesprochen zu haben, weil ich meine, in meinem richtigen Let's Play, meinem 1.0, ist eine dicke Luft, da rennen wir mal schon durch, da habe ich dann erst in Part 3 oder 4 mit Errol gesprochen, aber wie kommt das? Kann ich leider nicht mehr rekonstruieren, weil ich 3 Jahre ist das her. Das Wissen habe ich jetzt auch nicht mehr, warum ich damals erst mit Errol gesprochen habe, in der dritten Folge praktisch. Als ich praktisch schon auf dem Hof fast war. Das verstehe ich jetzt nicht. So, hier müsste doch irgendwo... Lag hier nicht eine Steintafel? Täusche ich mich da so stark? Nein, nein, nein. Hier lag eine Steintafel, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann gibt es die wohl nicht mehr. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Das ist sehr, sehr schade. Also, ich bin mir ziemlich sicher, da war früher eine Steintafel. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Aber egal. Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen. Ja, ja, und natürlich 1000 Goldstücke. Wie immer. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Magier. Ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Danke. Zeig mir deine Ware. So, hier können wir noch, wenn wir wollen, jede Menge Scheiß kaufen, den wir gar nicht mehr brauchen. Ich verkaufe mal ein bisschen alles, was ich hier nicht mehr brauche. Und die Armbrust brauchen wir sicher auch nicht mehr und die Bolzen. Wir können Lares Ring verkaufen. Wir können eigentlich wirklich alles verkaufen. Wir brauchen nichts von all dem mehr. Ich meine, ich würde schon noch gerne auf die 500 Gold kommen. Sind wir bei Bosbor? Wir sind bei Bosbor als Lehrling. Aber ich komme da wahrscheinlich leider nicht mehr zurück. Denn ihr wisst ja, die Zeit arbeitet gegen uns. Nee, egal. Ja, ja, Innos macht viel. So, wir öffnen das mal noch. Nichts zu holen. Gletscherquarz, okay. Goldbrocken und Muschelfleisch. Okay. Sehr schön. Ja, dann gibt es wohl hier nichts. Keine Steintafel. Ich dachte jetzt, ich könnte die Quest mal kurz abschließen, indem ich die Steintafel abgebe, aber irgendwie war mir das schon klar, dass das so einfach nicht werden wird. Gut, die Viecher mache ich jetzt nicht mehr. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal drauf gehen durch diese Aktion. Ganz schön gefährlich, muss ich sagen. Ein Mistvieh. Boah, was war das? Da hat er sich gleich sein Mittagessen gebraten hier. Da ist nichts zu holen. Heftig, wie der da reinhaut.
Wahrscheinlich gleich einen Feuerball reingeschmissen. Gleich die große Portion Feuerball. So Leute, wir sind schon wieder am Ende. Ich werde das hier noch kurz durchrennen mit euch zusammen. Hier ist glaube ich ein Wolf. Komm, ein Wolf, den schaffen wir. Den machen wir noch eben zusammen. Oh, das ist ein Wolf und eine Ratte. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Aber die Ratte hat gerade irgendwie anderes zu tun. Hä? Er hat mich nicht getroffen. Ach, ich stehe am Stein hinten dran, deswegen. Ich dachte mir gerade, hä, was ist hier los? Ah, der Wolf. Es ist schwer. Es ist wirklich verflucht schwer, besonders. Ja. So sollte man es nicht machen, Leute. Wenn ihr euch gerade fragt, warum ich mich auflade während dem Kampf, ich habe natürlich Quick Potion drin. Habe ich immer gern drin. War jetzt natürlich eine extreme Trankverschwendung, aber ihr wisst ja, das macht ja nicht, jetzt nichts mehr. Nur ist vielleicht im Kampf gegen Orks oder so gar nicht schlecht, wenn man Quick Potion benutzt. Ich meine, in anderen Rollenspielen kann man Tränke auch ganz locker während im Kampf trinken. Wer das natürlich realistischer möchte, sollte das nicht machen. So. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich werde noch kurz wieder rüber zur Taverne laufen, offscreen, und wir sehen uns dann in der nächsten und wahrscheinlich letzten Folge hier in diesem in dieser Serie. Und ich hoffe, wie immer, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen, und wir sehen uns im letzten Part. Ich sag nicht nächster Part. Also Leute, haut rein, habt guten Spaß. Guten Spaß. Was laber ich da eigentlich schon wieder? Und ich hoffe, dass ich demnächst meine Wappenfolge endlich releasen kann. Das wäre sehr, sehr schön. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bloody.